So, meine sehr verehrten Damen und Herren, so langsam sind alle eingetrudelt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Seminar Betriebliche Erfahrungen und antidemokratische Einstellungen. Mein Name ist Benedikt Linden. Ich bin von der Otto-Brenner-Stiftung und ich darf Sie heute in den virtuellen Räumlichkeiten der Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen für dieses Seminar, die dieses Seminar dankenswerterweise technisch vorbereitet hat und hostet. Bevor wir in die Inhalte des heutigen Seminars springen, lassen Sie mich ganz kurz was zum Kontext der Seminarreihe sagen und natürlich die Inputgeberinnen und Inputgeber für heute vorstellen und auch ein paar technische und organisatorische Rahmenbedingungen klären. Das Seminar heute steht im Rahmen von einer Seminarreihe, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Leipziger Autoritarismusstudie und einzelne Fragestellungen daraus vertieft vorzustellen. Die Leipziger Autoritarismusstudie ist eine Studienreihe, die unter Federführung von Oliver Decker und Elmar Prähler seit 2002 an der Universität Leipzig erhoben wird und dabei seit 2016 durch die Heinrich-Böll-Stiftung und die Otto-Brenner-Stiftung gefördert wird. Sie erhebt also seit fast 20 Jahren die Verbreitung rechtsextremer, antidemokratischer und autoritärer Einstellungen in Deutschland und hat einen festen Kernfragebogen, der also einen Vergleich über die lange Zeit die Entwicklung der Ergebnisse möglich macht, aber auch immer wieder spezielle Fragestellungen und Themen in den Blick nimmt. Der Ergebnisteil der letzten Veröffentlichung, die im November 2020, also letztes Jahr, rauskam, können Sie auf der Website der Otto-Brenner-Stiftung oder der Heinrich-Böll-Stiftung runterladen. Das Buch mit ergänzenden Analysen können Sie im Psychosozialverlag käuflich erwerben. Wir hatten, wie gesagt, diese Reihe vor 2 Wochen gestartet. Da ging es zunächst um die Methoden und den Langzeitverlauf der Autoritarismusstudie insgesamt. Letzte Woche ging es um Verschwörungsmentalität und demokratische Kultur und heute eben um den Zusammenhang von betrieblichen Einstellungen und demokratischen oder antidemokratischen und rechtsextremen Einstellungen. Es werden auch noch weitere Veranstaltungen folgen. Wir machen jetzt eine kurze Pause mit der Reihe, aber Ende Mai geht es dann weiter zum Thema Antisemitismus. Und Anfang Juni dann zum Thema zur Verbreitung von Antifeminismus und Sexismus in Deutschland. Die Links oder die Infos zu den folgenden Veranstaltungen werden im Chat gepostet, aber wenn Sie heute hier als Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sind, bekommen Sie auch automatisch noch eine Einladungsmail für diese Veranstaltungen. Jetzt aber zum heutigen Thema, wie gesagt, der Zusammenhang von betrieblichen Erfahrungen und demokratischen und antidemokratischen Einstellungen. Wir werden folgendermaßen davor gehen. Erst hören wir einen rund 20-minütigen Input über die Ergebnisse der Studie. Und dann werden wir einen ungefähr 10-minütigen Kommentar zu den Studienergebnissen hören, der den Blick aus der gewerkschaftlichen Praxis heraus richtet. Dafür freue ich mich, Ihnen vorstellen zu können, dass die Ergebnisse von den beiden Autoren des entsprechenden Kapitels in der Leipziger Autoritarismusstudie hier präsentiert werden. Das ist einmal der Dr. Johannes Kies. Er ist Soziologe und Postdoc am Lehrstuhl für Vergleichende Kultursoziologie und politische Soziologie Europas an der Universität Siegen und stellvertretender Direktor des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts an der Universität Leipzig. Mit ihm präsentiert sein Mitautor André Schmidt. Er ist ebenfalls Soziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Else-Frenkel-Brunswick-Institut der Universität Leipzig und forscht dort zur Demokratisierung der Arbeitswelt sowie zu Möglichkeiten und Grenzen der Zivilgesellschaft. Für den 10-minütigen Praxisinput freue ich mich insbesondere, Ihnen Anja Piel vorstellen zu können. Sie ist seit März 2020 Mitglied im geschäftsführenden Bundesvorstand des DGB. Sie ist dort verantwortlich für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitikrecht sowie Migrations- und Antirassismuspolitik unter anderem. Sie ist Verdi-Mitglied und war von 2013 bis 2020 Mitglied des Niedersächsischen Landtags und dort Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bevor ich jetzt an die Autoren zur Vorstellung der Ergebnisse übergebe, lassen Sie mir noch kurz was Technisches und Organisatorisches sagen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist das jetzt kein Standard-Zoom-Seminar, wo Sie all die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch als Video sehen, sondern es ist ein Webinar. Das heißt, Sie werden immer nur das Podium, also die Vortragenden und die Moderation sehen können. Wir werden aber, wie gesagt, 30 Minuten Input haben und würden dann gerne 30 Minuten lang Ihre Fragen zum Input und zu dem Thema und den vorgestellten Ergebnissen beantworten. Dazu sehen Sie unten einen Button, der heißt F und A, Fragen und Antworten. Dort können Sie auch schon während der Präsentation der Ergebnisse oder des Kommentars sehr gerne Ihre Fragen niederschreiben.
Wenn es kurze Fragen sind, werden sie vielleicht schriftlich beantwortet. Dann werden sowohl Frage als auch Antwort dort für alle sichtbar sein. Aber wir werden uns natürlich auch bemühen, Ihre Fragen dann im Laufe der Diskussion aufzugreifen und durch Frau Piel, Herrn Kies oder Herrn Schmidt beantworten zu lassen. Der Chat, den dürften Sie kennen. Da, wenn Sie da schreiben, ist das sichtbar für alle anderen Teilnehmerinnen. Und wir werden auch da die Informationen, wie gesagt, zu den weiterführenden Veranstaltungen posten sozusagen. Jetzt bin ich damit mit meiner Einführung schon am Ende und würde dann kommen wir direkt zu der Präsentation der Studienergebnisse und dann übergebe ich an Sie, Herr Schmidt. Okay, dann gebe ich mal meinen Bildschirm frei. Gut, kann man mich gut verstehen? Alles klar. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, Benedikt Linden, für die freundliche Einführung und danke auch an die Stiftung für die Unterstützung der Studie und die Möglichkeit, hier heute in diesem Format unsere Ergebnisse vorzustellen, ja, und auch zur Diskussion zu stellen. Benedikt Linden hatte das schon kurz erwähnt. Mit der Leipziger Autoritarismusstudie verweisen wir jetzt schon, das ist eine Langzeitstudie, mit der verweisen wir schon seit Jahren eigentlich auf ein konstantes Potenzial an rechtsextremen und antidemokratischen Einstellungen in der deutschen Bevölkerung. Und beim Blick auf die Zahlen stellen wir uns natürlich auch immer die Frage, wie kommt es denn zu solchen Einstellungen? Was sind die Erfahrungen, die da hereinspielen? Und vor allem, was sind denn auch Ansatzpunkte, um daran jetzt etwas zu ändern? Und mit dieser Brille haben wir in der diesjährigen Ausgabe der LAS dann den Blick auf die Arbeitswelt gerichtet und möchten hier jetzt einmal zentrale Ergebnisse unserer Forschung vorstellen. Dazu werde ich zuerst unter dem Stichwort Industrial Citizenship auf den theoretischen Hintergrund unserer Forschung eingehen. Das heißt, kurz umreißen, warum sollten wir uns eigentlich Mitbestimmung und betriebliche Erfahrungen anschauen? Was wissen wir auch aus vorherigen Studien darüber, wie die mit politischen Einstellungen zusammenhängen? Dann werde ich kurz erläutern, wie wir geforscht haben, das heißt etwas zu unserer Methode sagen und den Daten, die wir zur Verfügung hatten. Ich übergebe dann an meinen Kollegen Johannes Kies, der zeigen wird, welche Zusammenhänge von positiven Erfahrungen im Betrieb und politischen Einstellungen wir denn tatsächlich statistisch nachweisen können. Und abschließend wird er die Zahlen, denn das werden vor allen Dingen Tabellen und Zahlen sein, die Sie da sehen, auch nochmal einordnen, die Bedeutung herausstellen und ich denke auch schon mit einem Auge auf die politische und gewerkschaftliche Praxis schielend, ja, nochmal kontextualisieren. Genau, Industrial Citizenship und politische Einstellung. Also wenn wir über Demokratie sprechen und auch zu Demokratie forschen, dann ist die Arbeitswelt ja immer so etwas wie der Elefant im Raum, sage ich mal. Also unsere Gesellschaft versteht sich als demokratisch, hat den Anspruch, demokratisch zu sein. Aber mit Wirtschaft und Arbeitswelt ist eigentlich ein großer Bereich des gesellschaftlichen Lebens der demokratischen Sphäre entzogen. Das heißt, er funktioniert grundsätzlich nicht nach demokratischen Prinzipien. Also der Anspruch, dass die Menschen gleich sind, was sie als Bürgerinnen ja sein sollten, gilt hier nicht. Auch dass Entscheidungen von den Beteiligten demokratisch getroffen werden, gilt nur selten oder nur eingeschränkt. Abhängigkeitsverhältnisse im Betrieb sind nur selten demokratisch legitimiert. Und das, finde ich, sollte man im Hintergrund behalten, dass das die grundsätzliche Struktur ja eigentlich der Sphäre ist, in der viele von uns einen Großteil ihrer Alltagserfahrungen tatsächlich auch machen. Aber die Arbeitswelt ist ja auch ein umkämpftes Terrain. Also wir blicken zurück auf eine lange Geschichte von Kämpfen der Arbeiterinnenbewegung, Arbeit und Wirtschaft zu demokratisieren. Das drückt sich zum Beispiel aus in Forderungen nach Mitbestimmung. Das drückt sich auch aus im Kampf für den Ausbau der Rechte von Lohnabhängigen. Und diese Bestrebungen und diese Errungenschaften auch werden demokratietheoretisch gefasst, unter anderem als Industrial Citizenship. Wir haben den, das ist ein englischer Begriff, wir haben den auch auf Englisch beibehalten, weil bei den Übersetzungen ins Deutsche immer ein bisschen was verloren geht. Also es wird zum Beispiel gesprochen von Betriebsbürgerschaft oder Wirtschaftsbürgerschaft, aber die Kernidee des Ganzen ist, dass Bürgerrechte und auch demokratische Standards, die eigentlich so in der weiteren Demokratie als selbstverständlich scheinen, dass die auch auf die Arbeitswelt ausgedehnt werden und auf die spezifischen Bedingungen und Probleme der Arbeitswelt angepasst werden. Das umfasst dann unter anderem Errungenschaften wie Arbeitnehmerinnenrechte, zum Beispiel Kündigungsschutz oder auch Arbeitszeitschutz, aber auch Institutionen der Mitbestimmung wie Gewerkschaften oder Betriebsräte. Aber, und das ist eigentlich die Frage, die wir uns gestellt haben und so der Ausgangspunkt unserer Forschung, gehen denn mit diesen Institutionen und mit diesen formellen Rechten auch demokratische Erfahrungen einher?
Denn so institutionelle Arrangements und formelle Rechte sind die eine Seite von so etwas wie Bürgerschaft in der Arbeitswelt. Und die andere Seite ist aber, wie diese Bürgerschaft dann auch gelebt und erfahren wird. Das heißt, wie erleben denn die Lohnabhängigen ihren Betrieb und ihren Arbeitsplatz? Und erleben sie vor allen Dingen auch sich selbst als aktiv eingreifende, gestaltende BürgerInnen im Betrieb? Dass wir so sehr auf Erfahrungen fokussieren, das baut auch auf die Erkenntnisse bisheriger Forschung über Mitbestimmung und politische Orientierung auf. Studien, die zum Beispiel den Zusammenhang von Gewerkschaftsmitgliedschaft und politischen Einstellungen in Deutschland untersucht haben, kommen im größten Teil zu dem Ergebnis, dass es eigentlich keinen signifikanten Unterschied zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern gibt, was politische Einstellungen angeht. Das heißt, Gewerkschaftsmitglieder sind weder besonders progressiv noch besonders reaktionär eingestellt, sondern spiegeln in ihren politischen Einstellungen einen Querschnitt der deutschen Gesellschaft. Und diese Spiegelthese haben wir auch mit unseren Berechnungen überprüft und konnten das auch mit unseren Daten bestätigen. Worauf viele Studien, gerade auch internationale Studien, immer wieder hinweisen, ist, es kommt vor allen Dingen darauf an, ob Alltagserfahrungen im Betrieb Gefühle von Handlungsfähigkeit und politischer Wirksamkeit vermitteln. Denn das sind wirklich die prägenden Faktoren für sowas wie eine politische Sozialisation am Arbeitsplatz. Man kennt das ja vielleicht auch aus der deutschen Debatte. In der deutschen Debatte wurde zuletzt viel darüber diskutiert, inwiefern es so eine Art arbeitsweltlichen Nährboden gibt für den Aufstieg des Rechtspopulismus, ne? Und auch in dieser Debatte wird stark darauf abgehoben, inwieweit der Rechtspopulismus denn sich nährt aus Erfahrungen von Ohnmacht, Kontrollverlust und Abwertung, die auch aus der Arbeitswelt stammen. Ich will an dieser Stelle da gar nicht viel detaillierter darauf eingehen, sondern noch eine andere Forschungstradition erwähnen, auf die wir aufbauen, nämlich die Forschung über einen demokratischen Spillover, also das heißt so eine Art Herüberschwappen von demokratischen Potenzialen oder auch positiven Demokratieerfahrungen von der Arbeitswelt in die politische Arena im engeren Sinne. Das ist eine These, die kommt eigentlich aus dem englischsprachigen Raum ab den 1970ern, wurde auch in Skandinavien stark diskutiert und ist hier in Deutschland nicht ganz so präsent, etwas zu Unrecht, finde ich. Denn in dieser Tradition haben Forschungen eigentlich auch immer wieder empirisch auch herausgestellt, wenn Lohnabhängige positive Erfahrungen mit Beteiligung im Betrieb machen, da geht es dann meist um Partizipationserfahrungen, dann beteiligen sie sich auch wesentlich stärker in der politischen Arena. Sie gehen zum Beispiel häufiger wählen. Sie sind Teil von NGOs, von Nachbarschaftsinitiativen, interessieren sich auch stärker für Politik. Da geht es jetzt natürlich um politisches Verhalten und politisches Handeln. Aber wir haben uns gefragt, okay, dieser positive Effekt, der da diagnostiziert wurde von demokratischen Erfahrungen in der Arbeitswelt, gilt der auch im Hinblick auf politische Einstellungen? Und also haben wir dann vor dem Hintergrund dieser Überlegungen unsere Grundannahmen formuliert, die wir in der Studie überprüft haben. Und zwar, dass positive Erfahrungen in der Arbeitswelt in Form von Anerkennung, Solidarität und Beteiligung einmal rechtsextreme Einstellungen reduzieren, dass sie auch die Bereitschaft zur Abwertung anderer reduzieren. Und da haben wir vor allen Dingen Abwertung anderer untersucht, entlang von so relevanten gesellschaftlichen Spaltungs- und Abwertungslinien. Da geht es um antimuslimischen Rassismus, um Feindschaft gegenüber Geflüchteten, Sexismus oder auch die Abwertung sozial Schwächeren. Und unsere dritte Annahme war, dass positive Erfahrungen in der Arbeitswelt demokratische Einstellungen stärken, und zwar im Sinne von einem Commitment zu demokratischen Vorstellungen von Gesellschaft. Und diese Annahmen haben wir statistisch überprüft, und zwar mit den Daten der Leipziger Autoritarismusstudie von 2020. Die LAS ist eine Repräsentativerhebung, die alle 2 Jahre durchgeführt wird vom Berliner Meinungsforschungsinstitut USUMA im Auftrag der Uni Leipzig. Und da wurden im Mai und Juni vergangenen Jahres den Befragten Fragebogen vorgelegt und die haben den dann selbst sozusagen unter Supervision ausgefüllt. Die Befragten wurden ausgewählt nach einer relativ komplexen Zufallsauswahl. Das ist eine Zufallsstichprobe. Und das heißt, dass es eigentlich keine Verzerrung der Ergebnisse gibt auf Grundlage dessen, wer da jetzt teilgenommen hat. Das heißt, die Befragten, sie stehen repräsentativ für die deutsche Bevölkerung und damit stehen es auch die Ergebnisse. Insgesamt wurden in der LAS letztes Jahr 2503 Menschen befragt. In unsere Berechnung haben wir aber nur die einbezogen, die zum Zeitpunkt der Erhebung auch erwerbstätig waren und die Fragen zum Betrieb beantwortet haben, und das waren 1480 Menschen. Genau.
Und um jetzt diese positiven Erfahrungen im Betrieb in der Arbeitswelt zu messen, haben wir vier Items, heißt das, entwickelt. Das sind die Aussagen, die Sie hier links sehen. Ich wechsle mal in den Laserpointer-Modus. Genau, das sind diese Aussagen, das sind die sogenannten Items, die wir eigens für diese Studie entwickelt haben. Die wurden den Befragten vorgelegt und die konnten sich dann dazu auf einer fünfstufigen Skala von trifft überhaupt nicht zu bis trifft voll und ganz zu positionieren. Das erste Item, ich fühle mich bei Entscheidungen im Arbeitsalltag übergangen, das zielt eigentlich auf direkte Partizipation am Arbeitsplatz und im Arbeitsprozess. Also ist auch eher individuell gedacht und die Frage, können da denn die Lohnabhängigen, die im Betrieb mitentscheiden bei diesen Entscheidungen? Die zweite Frage oder das zweite Item sind ja eher Aussagen als Fragen. In meinem Betrieb kann ich offen über Betriebsräte und Gewerkschaften sprechen, ohne Nachteile befürchten zu müssen. Die zielt darauf, ob denn die kollektive Interessensvertretung und die organisierte Solidarität im Betrieb anerkannt werden. Das dritte Item, Probleme oder Konflikte im Betrieb, löse ich am besten gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen. Das misst, ob es darüber hinaus, also jetzt jenseits der repräsentativen Form, eigentlich auch so eine Art Kultur der Solidarität und des kollektiven Handelns im Betrieb gibt. Und das vierte Item, wenn ich in meinem Betrieb aktiv werde, kann ich etwas zum Positiven verändern, das adressiert eigentlich nochmal so, ob denn auch Erfahrungen von Wirksamkeit und von Durchsetzungsfähigkeit bei eigenem Engagement gemacht wurden. Die Zahlen, die Sie jetzt in der Mitte sehen, das ist die Antwortverteilung der Befragten in Prozentzahlen. Da wir diese Items jetzt zum ersten Mal erhoben haben, sind die noch ein bisschen schwierig einzuordnen. Wir haben keine Vergleichszahlen wegen dieser Pionierarbeit und können jetzt nicht sagen, okay, ist das vergleichsweise hoch, ist das vergleichsweise tief, ist das gestiegen oder gesunken. Was man aber, denke ich, festhalten kann, ist, dass die Befragten insgesamt eher positive Erfahrungen berichten. Also wenn Sie hier zum Beispiel oben bei der Frage nach Entscheidungen im Arbeitsalltag geben da ca. 66%, also 2/3 der Befragten an, eigentlich mitentscheiden zu können. Ähnlich ist es auch bei der Frage nach der solidarischen Kultur. Da geben auch ca. 2/3 der Befragten über 66% an, Konflikte im Betrieb gemeinsam mit den Kolleginnen zu lösen. Etwas ambivalenter wurde die Frage nach der Wirksamkeit und der Möglichkeiten der Veränderung im Betrieb beantwortet. Das ist die letzte Frage hier. Und insbesondere abfallen in der positiven Bewertung tut tatsächlich die Frage nach der offenen Vertretung in Betriebsräten und Gewerkschaften. Denn da geben knapp 30% der Befragten an, tatsächlich nicht wirklich frei über Betriebsräte und Gewerkschaften sprechen zu können. Und das ist, denke ich, schon eigentlich ziemlich bedenkliches Ergebnis. Genau. Was Sie hier nicht sehen, aber vielleicht auch interessant ist, es gibt keine signifikanten Ost-West-Unterschiede im Antwortverhalten. Das ist interessant vor dem Hintergrund, dass da eigentlich die Etablierung von Betriebsräten und die Tarifbindung im Osten dem Westniveau hinterherhinken, aber das hat sich hier bei unseren Fragen nach den Erfahrungen nicht abgebildet. Wie gesagt, sind diese Fragen aber insgesamt etwas schwer einzuordnen. Und etwas aussagekräftiger sind noch die Zusammenhänge, wie denn jetzt diese Erfahrungen, die hier berichtet wurden, mit politischen Einstellungen zusammenhängen. Und darauf wird mein Kollege Johannes Kies jetzt eingehen. Du bist, glaube ich, noch gemutet, Johannes. Ja, super. Danke. Du wirst ja für mich weiterklicken, glaube ich, hoffe ich. Genau, wir haben jetzt untersucht, entlang der Hypothesen, die André vorgestellt hat, inwiefern diese Erfahrungen zusammenhängen mit politischen Einstellungen. Dahinter steht letztendlich ein sozialisationstheoretisches Konzept, ne, dass wenn Erfahrungen gemacht werden, positive Eigenschaften auch eingeübt werden, dass das auch einen Einfluss mittelfristig, langfristig auch hat. Das können wir natürlich jetzt nur vermuten, dass das auch langfristig so ist, dass das langfristig einen Effekt hat auf die Haltung der Menschen, auf die politischen Einstellungen. Da kannst du eigentlich schon weiterklicken. Zunächst haben wir einfach korreliert miteinander, also den Zusammenhang zwischen dieser Industrial Citizenship Erfahrung, also den Erfahrungen am Arbeitsplatz, in der Arbeitswelt, mit dem Konstrukt rechtsextreme Einstellung, beziehungsweise mit den Subdimensionen, die wir in der
LAS seit 2002 erfassen. Wir haben jetzt darauf verzichtet, das groß vorzustellen, die einzelnen Fragen, das können Sie ja in der Studie nachlesen, wie wir das erfassen. Der Fragebogen ist lange erprobt und misst sehr, sehr klar und abgrenzbar auch rechtsextreme Einstellungen. Und wir sehen hier, dass in allen Dimensionen ein nicht exorbitant starker, aber doch ein klarer Zusammenhang zwischen den Erfahrungen der Arbeitswelt und rechtsextremer Einstellung sich zeigt. Eine Korrelation heißt natürlich erstmal nur, dass es miteinander zusammenhängt. Das sagt noch nichts über die Kausalitätsrichtung aus. Also folgt aus der rechtsextremen Einstellung vielleicht auch die Erfahrung am Arbeitsplatz oder umgekehrt. Wir würden, wie gesagt, aus so einer sozialisationstheoretischen Perspektive sagen, es erfolgen erst Erfahrungen und daraus eben bilden sich bestimmte politische Einstellungen heraus. Interessant ist, dass die Zustimmung zum Chauvinismus, eine Dimension, die übersteigert das Nationalgefühl misst, am schwächsten mit der Erfahrung in der Arbeitswelt korreliert. Das heißt, dort sehen wir einen geringeren Zusammenhang. Der ist noch da, aber er ist verhältnismäßig schwach. Sie müssen sich das so vorstellen mit dem Korrelationsmaß. Wenn das bei 1 wäre oder minus 1, dann hätten Sie einen perfekten direkten Zusammenhang. Also wenn das eine da ist, ist auch das andere da. Und entsprechend sind die Zusammenhänge hier, wenn das eine Merkmal zutrifft, dann gibt es auch eine bestimmte Chance, dass das andere zutrifft. Aber die ist eben nicht 1:1 so, sondern es gibt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass dann eben bei einer schlechten Erfahrung in der Arbeitswelt auch eine erhöhte rechtsextreme Einstellung vorzufinden ist. Kannst du eins weiterklicken? Dasselbe haben wir dann nochmal gemacht mit der Zustimmung zu einzelnen Dimensionen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus, die Abwertung oder die Einstellung gegenüber Geflüchteten, zum Sexismus. Bei allen finden wir ebenfalls einen Zusammenhang, der statistisch signifikant ist und ein Stück weit erklärt, warum Menschen diese Einstellung haben. Sie haben bestimmte Erfahrungen in der Arbeitswelt, schlechte Erfahrungen und daraus erfolgt oder das korreliert mit diesen abwertenden Einstellungen. Wo wir das nicht sehen, ist tatsächlich bei der Abwertung Langzeitarbeitsloser. Und das ist ganz interessant, weil das natürlich mit dem Chauvinismus, mit dem übersteigerten Nationalgefühl, es liegt ein bisschen auf der Hand, dass das zusammenhängt. Darauf komme ich dann ganz am Schluss nochmal zu sprechen. Nächste Folie. Wir wollen aber nicht immer nur aufs Negative gucken, sondern eigentlich war der Ausgangspunkt dieses Kapitels eigentlich auch zu gucken, wie kann man eigentlich demokratische Kultur stärken, wie kann man demokratische Einstellung stärken. Und es zeigt sich dann eben umgekehrt, so wie wir Rechtsextremismus als antidemokratische Ideologie der Ungleichwertigkeit verstehen, definieren, zeigt sich eben, dass die Zustimmung zu Demokratie als Idee, wie sie in der Verfassung kodifiziert ist und wie sie in Deutschland umgesetzt ist, wir hier einen positiven Zusammenhang haben. Der ist sogar noch ein bisschen stärker als der negative Zusammenhang zu rechtsextremen Einstellungen. Das heißt, wenn Menschen in der Arbeitswelt eben positive Erfahrungen machen von Beteiligung, aber eben auch Solidarität und Anerkennung, dann erhöht es die Zustimmung zu diesen Demokratie-Items und interessanterweise zu der Aussage, wie die Demokratie in Deutschland umgesetzt wird, sogar noch ein bisschen stärker als zu den anderen beiden Fragen. Genau, die letzte Zahlenfolie ist ein bisschen schlechter zu sehen, aber das Wichtige hier ist, ich habe ja vorhin kurz angedeutet, dass wir mit der Kausalität immer ein bisschen vorsichtig sein müssen, nicht irgendwas behaupten können. Streng genommen bräuchte man dafür natürlich Langzeituntersuchungen. Ne? Man müsste gucken, welche Erfahrungen haben Menschen über Jahre gemacht in der Arbeitswelt und wie haben sie dann zu einem Zeitpunkt X in der Zukunft, welche Einstellungen haben sie dann? Und dann kann man versuchen, auf die Arbeitswelterfahrung zurückzuführen. Was man aber vor allem auch machen kann, ist erstmal zu gucken, welche weiteren Faktoren sind denn zu vermuten in der Zustimmung zu antidemokratischen und in der Zustimmung zu demokratischen Einstellungen. Und dass man dann eben guckt, ob dieser Zusammenhang, den ich Ihnen gerade vorgestellt habe, zwischen Industrial Citizenship und Zustimmung zur Demokratie hier in diesem Fall, ob der denn wirklich da bleibt, ob der stabil bleibt.
Und eines der wichtigsten Maße zur Erklärung von Rechtsextremismus ist der Autoritarismus. Also wenn Menschen autoritär eingestellt sind, diese Persönlichkeitsdisposition mitbekommen, dann stimmen sie auch auf der politischen Ebene bestimmten Aussagen zu. Das haben wir also mit aufgenommen. Wir haben auch den Wohnort Ost-West aufgenommen. Wir haben Bildung, Geschlecht, Alter und Einkommen aufgenommen. Also vor allem soziodemografische Merkmale, die mit Rechtsextremismus normalerweise in Zusammenhang gebracht werden. Und wir können sehen, im Prinzip ist für sie nur die oberste Zeile wichtig. Wir können sehen, obwohl alle diese Faktoren mit in die Berechnung eingegangen sind, bleibt trotzdem der Effekt von Industrial Citizenship auf die demokratische Einstellung erhalten. Geht ein ganz kleines bisschen zurück, aber wir können sagen, dass der Zusammenhang eben trotzdem ein starker ist und stabil bleibt. Und dasselbe passiert auch, wenn man das für den Rechtsextremismus macht, auch dort bleibt der Zusammenhang erhalten. Wir können also sagen, ja, Industrial Citizenship, auch wenn man für andere Faktoren kontrolliert, hat einen positiven Einfluss oder korreliert zumindest positiv mit der Zustimmung zur Demokratie und er korreliert negativ mit rechtsextremer oder antidemokratischer Einstellung. Bin ich eigentlich schon am wie André das kurz vorhin schon gesagt hat, sind letztlich ein Spiegel der Gesellschaft. Wir finden unter den ähnlichen Formen wie beim Rätergesellschaft oder bei den Nichtmitgliedern von Gewerkschaften. Wir haben, was wir jetzt nicht vorgestellt haben, vielschichtige Ost-West-Differenzen, die hier eine Rolle spielen können. Zum Beispiel eben, was die Erfahrung mit Betriebsräten angeht. Die sind zum Beispiel in Sachsen, wo ich jetzt gerade sitze und auch André sitzt, weniger weit verbreitet, als das in vielen Teilen Westdeutschlands ist. Aber es gibt natürlich eben auch Unterschiede in der politischen Kultur. Davon unabhängig aber ist der Zusammenhang, den ich Ihnen dargestellt habe, eben zwischen Arbeitswelterfahrung und demokratischen bzw. antidemokratischen Einstellungen. Positiv hervorzuheben ist, dass viele Menschen oder viele Beschäftigte gute Erfahrungen im Sinne von Anerkennung, Solidarität und Beteiligung machen, wobei wir hier qualifizieren müssen. Wir können natürlich relativ schlecht vergleichen. Wir haben noch keine Vergleichsuntersuchungen. Wir werden 2002 wieder ins Feld gehen und dann zumindest die 2 Jahre vergleichen können. Aber wir können zum Beispiel nicht vergleichen, wie das in anderen Ländern ist. Das wäre natürlich spannend, weil wir dort natürlich auch ganz andere institutionelle Rahmenbedingungen für die Mitbestimmung und auch für die Solidarisierung am Arbeitsplatz haben. Das kann ja sein, dass das in Frankreich zum Beispiel ganz andere Dynamiken hat und das eine stärker, das andere schwächer ausgeprägt ist. Ich habe auf den klaren Effekt einerseits von positiven Erfahrungen in der Arbeitswelt auf die Demokratiezufriedenheit hingewiesen. Andererseits zeigt sich, und das wollen wir schon hervorheben und ein bisschen unterstreichen auch, dass es eine offene Flanke gibt. Standortchauvinismus, sozialexklusive Solidarität, das zeigt sich eben gerade in der Abwertung von Langzeitarbeitslosen. Da gibt es einen Punkt, wo auch die eigene Erfahrung von Solidarität und Anerkennung in der Arbeitswelt nicht davor schützt, dass man eben den Standort Deutschland, Deutschland als Nation überhöht und gleichzeitig bestimmte Gruppen, die man als Randgruppen und als vielleicht auch als Gefahr für die wirtschaftliche Potenz des deutschen Nationalstaates sieht, dass man dort ausgrenzend sich äußert, diesen Aussagen in der Befragung eben zustimmt. Also hier sehen wir, denke ich, einen ganz guten Punkt, wo es eben gefährlich ist und wo natürlich auch rechte Akteure, extrem rechte Akteure ansetzen. Umgekehrt stellt sich dann natürlich die Frage, wie Gewerkschaften dem Standortnationalismus und der neoliberalen Strukturierung entgegenwirken können, denn auch diese Standortdebatte hat natürlich einen für Beschäftigte in gewisser Weise einen realen Kern. Es gibt nun mal Verlagerungsdebatten, es gibt die Angst um den Arbeitsplatz, die im Zuge von Restrukturierungen von Unternehmen, von Konzernen, aber ganz oder auch ganzen Lieferketten natürlich virulent ist. Das erzähle ich Ihnen jetzt auch nichts Neues. Und da gilt es natürlich, Strategien seitens der Gewerkschaften zu entwickeln, und die werden ja auch entwickelt, diesem Standortnationalismus sozusagen zu entkommen und trotzdem gemeinsame solidarische Lösungen eben
zu formulieren und zu verfolgen. Und wir würden sagen, das ist auch kein Zielkonflikt, wie da überhaupt Zielkonflikte eigentlich nicht auszumachen sind. Denn die positiven Erfahrungen auf der Betriebsebene schützen die Demokratie und erhöhen dann aber eben auch wieder die Mobilisierungsfähigkeit. Menschen, die andere abwerten, sind weniger gut mobilisierungsfähig für gewerkschaftliche oder Ziele der Beschäftigten, als es Menschen sind, die eben nicht andere Menschen abwerten. Also da ist überhaupt kein Widerspruch da, wie das manchmal vielleicht Menschen darstellen, dass man irgendwie nur für die In-Group, für die eigenen Beschäftigten und Kolleginnen und Kollegen solidarisch sein kann und dabei andere ausgegrenzt werden müssen. Das ist mitnichten der Fall. Es ist eigentlich sind Einstellungen und Mobilisierung, die ineinander greifen. Und wir können dann auch eine ganze Reihe von Forderungen eigentlich ableiten für die politische Ebene, die Schutzwelle einziehen müsste. Ich habe vorhin kurz erwähnt, dass wir in Sachsen hier besonders niedrige Quote an Tariflöhnen haben und Betriebsräte weniger weit verbreitet sind. Das sind Dinge, die man mit vergaberechtlichen Maßnahmen zum Beispiel auch von der politischen Ebene her bearbeiten könnte. Man könnte Mindestlöhne allgemein verbindlich erklären, man könnte Mindestlöhne erhöhen. Das sind also eine Vielzahl von politischen Maßnahmen nötig, die eben wieder nicht im Widerspruch zu antifaschistischer Politik und Demokratiearbeit Förderung von Demokratie stehen, sondern im Gegenteil eigentlich erst die wirklich wirksame Demokratiearbeit darstellen, weil sie eben die Möglichkeitsräume in den Unternehmen für die Menschen erhöhen und damit deren Einstellungen zumindest langfristig demokratischer werden lässt. Und das ist ein alter Hut eigentlich in der politischen Kulturforschung, in der politischen Soziologie, dass diese Civic Culture, diese demokratische Kultur einer Gesellschaft eigentlich der wichtigste Stabilisierungsmechanismus von modernen Demokratien ist. Genau, damit will ich auch schon schließen. Ich glaube, wir sind so gerade so ich gucke lieber nicht auf die Uhr, auf die Zeit geblieben und freue mich jetzt auf die Diskussion und vor allem auf den Kommentar von Frau Kiel. Ja, vielen Dank, Herr Kies, vielen Dank, Herr Schmidt. Das war jetzt eine geballte Packung Wissenschaft, aber trotzdem nachvollziehbar und verständlich dargestellt. Vielen Dank dafür. Aber am Ende ging es ja jetzt auch schon ein bisschen Richtung praktische Empfehlungen und genau da können wir jetzt anknüpfen und ich freue mich auf die Kommentierung von Frau Piel zu ihren Ergebnissen und dem Einblick in die Praxis und den Umgang der Gewerkschaften mit Rechtspopulismus im Betrieb. Bitte schön, Frau Piel. Ja, erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen, aber auch nochmal meinen Dank an Johannes Kies und an André Schmidt für diesen wichtigen Beitrag zur Debatte, der dieses Kapitel über die Gewerkschaften zweifelsfrei ist. Das sind für uns natürlich keine grundsätzlich neuen Befunde. Uns ist seit längerer Zeit bekannt, dass etwa aus der Untersuchung von Stößfichter und Zäuner, dass wir bei den Gewerkschaften mit dem Rechtsextremismus sehr wohl Problemlagen haben. Das heißt, dass wir in der Mittelschicht stärkere Abstiegsängste haben, insbesondere bei Facharbeiterinnen und Facharbeitern und da auch eine stärkere Neigung zu rechtsextremen Handlungen. Wir haben uns mit dem Thema bei den Gewerkschaften befasst. Wir sind aber natürlich auch dankbar dafür, dass wir an solchen Befunden dann auch noch mal einen Blick auf die Lage bekommen. Wir wissen, dass es nicht ausreicht, also es ist nicht wie bei einer Impfung gegen Covid. Man ist Gewerkschaftsmitglied und zack ist die Tendenz zu rechten Sichtweisen zu und ist die Affinität dazu, gegen rassistische und autoritäre Tendenzen gefeit zu sein. Auch wenn wir als DGB mit den Mitgliedsgewerkschaften in all unseren Beschlusslagen vom Bundesvorstand runter über die Kongresse, über die einzelnen Stadtverbände und Kreisverbände, wir haben eine Haltung, die ist nach innen und nach außen sehr deutlich und findet sich auch in all unseren Beschlusslagen wieder bis hin zu der Frage, welche demokratischen Parteien und Fraktionen eingeladen werden zur Veranstaltung. Wir haben aber aktuell eine Situation,
die ja eben auch schon von Johannes beschrieben worden ist. Wir haben eine mehrfache Umbruchssituation. Das ist keine theoretische Umbruchssituation, sondern für viele der Beschäftigten, die sich in Gewerkschaften finden, eine ganz praktische. Da gibt es einerseits den andauernden Prozess der Globalisierung, wo bestimmte Bereiche deindustrialisiert werden und wo tatsächlich sich auch Arbeitsplätze von Deutschland nach Europa verlagern. Dann haben wir andererseits im Gefolge der Klimakrise und der Eindämmung bei Transformation und Dekarbonisierung schließlich demnächst auch bei der Frage, wie die Lasten der Corona-Krise eigentlich nach der Krise verteilt werden, ob die ökonomisch gerecht oder ungerecht verteilt werden. All das befördert eine Menge sehr reale Ängste um die Entwertung der eigenen Arbeit und Arbeitsleistung. Und schließlich fragen dann sich auch viele Menschen in diesen Berufen und Bereichen, ob der eigene Lebensentwurf im Anschluss an die Krise und im Anschluss an umfängliche Transformationsprozesse tatsächlich noch lebensfähig bleibt und ob das tatsächlich ist, was trägt und einem auch den Arbeitsplatz erhält. Wir haben aus all diesen Gründen, weil wir diese Gefahrenlage und diese Risiken natürlich alle vor Augen haben, beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales nachgefragt, als der Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus die ersten Maßnahmen entwickelt hat, ob es nicht opportun ist, für uns, also für die Arbeitswelt, auch nochmal eine Projektreihe aufzusetzen. Wir sind erfolgreich gewesen. Wir haben jetzt das BMAS-Projekt Unsere Arbeit, unsere Vielfalt, ich muss es tatsächlich vorlesen, weil es einfach so schön ist, Initiative für betriebliche Demokratiekompetenz. Das ist für uns total wichtig, dass die Arbeitswelt nicht außen vor gelassen wurde. Das zeigen auch heute eure Ergebnisse nochmal, dass das ein wichtiger Punkt ist. Deswegen begrüßen wir sehr mit unseren Mitgliedschaften, dass wir über dieses Projekt nochmal die Möglichkeit haben, auch mit eigenen Projekten, nachhaltigen Projekten, übrigens also nicht Dingen, die kurzfristig installiert werden und nach 25 dann ins Leere laufen, sondern nach Möglichkeit, solche Projekte, die auch länger wirken und länger anhalten, bei diesen ganzen Maßnahmen ins Geschäft zu kommen. Wenn wir beim Betrieb und den Gewerkschaften als Erfahrungsraum ansetzen, dann würden wir auch genau das, was die Studie hergibt, unterstützen, nämlich dass wir sagen, überall dort, wo Mitbestimmung stattfindet, wo sich Menschen als handlungsfähig und auch wirkmächtig erleben, da ist das natürlich, da sind die Voraussetzungen dafür, anfällig zu sein für rechte Tendenzen, natürlich kleiner. Dafür ist aber die Voraussetzung, und das kommt jetzt nicht von ungefähr, der Einwand, weil das natürlich in Zeiten der Pandemie auch eine ganz wichtige Frage ist, Betriebsräte müssen zum einen sichtbar sein und sie müssen auch transparent arbeiten können. Warum sage ich das? Weil wir jetzt gerade auf der Bundesebene ein Betriebsräte-Modernisierungsgesetz verhandelt haben, wo auch die Frage der digitalen Zugangsrechte eine wichtige Rolle spielt, weil Menschen, die jetzt krisenbedingt und auch infektionsschutzbedingt im Homeoffice arbeiten, natürlich auch einen Zugang zu Betriebsräten brauchen. Wir haben als Gewerkschaft natürlich immer auch den Vorwurf des Co-Managements und Unterstützen des Establishments im Nacken. Auch da müssen wir dran arbeiten, dass das wirksam entkräftet wird und Beschäftigte so weit wie möglich auch in Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden. Das heißt, dass sie sich in Betriebsversammlungen als wirkmächtig erleben und dass sie sich erleben als jemand, dessen Meinung gefragt ist und auch der mitgestalten kann. Das Gleiche gilt auch für Gewerkschaften und Mitgliederorganisationen oder die als Mitgliederorganisationen auch arbeiten. Bei uns ein gutes Beispiel beim DGB, da bin ich persönlich wirklich sehr, sehr dankbar für. Wir haben da gerade heute wieder über Erkenntnissen gesessen, ist das Programm Zukunftsdialog, reden wir über. Das hat die Kommunikation in den Gewerkschaften in den letzten Jahren ein bisschen vom Kopf auf die Füße gestellt, weil nicht mehr Kommuniqués und große Dinge button down, also von oben nach unten durchgereicht wurden, sondern weil tatsächlich in der ersten Phase bei physischen Zusammentreffen ganz viele Themen ausgemacht und identifiziert wurden, die in Gewerkschaftskontexten wichtig sind und darüber debattiert wurde. Und in der zweiten Phase, jetzt während der Pandemie, dass alles digital weitergegangen ist. Das ist eine ganz großartige Geschichte, weil da die Funktionsträgerinnen
vor Ort natürlich zu Wort gekommen sind und sich selber auch als Ideen- und Impulsgeber gesehen und begriffen haben. Gute Praxis ist auch, dass in den derzeit kritischen Branchen Tarifverträge zur Beschäftigungssicherung abgeschlossen werden. Und was auch eine gute Praxis ist, das sind Mitmach- und Mitgestaltungsangebote, etwa an Tarifrunden oder auch die Möglichkeit, bei so simplen Dingen wie dem Überstundenabgleich, dass man eine Wahlmöglichkeit hat, ob man eine Entgelterhöhung haben möchte oder mehr Freizeit durch Urlaub. All das sind total wichtige Punkte, die dazu führen, dass Beschäftigte sich als handlungsmächtig erleben und feststellen, dass sie was mitgestalten können. Noch ein letzter Satz zu den Herausforderungen der Betriebsratswahlen, die jetzt 2022 auf uns zukommen. Wir sehen bisher eine ernsthafte Herausforderung, vor allen Dingen bei Zentrum Automobil, wobei deren Wirksamkeit, also diese Gruppe sehr, sehr örtlich begrenzt ist und auch deren Wahlerfolge bei den letzten Wahlen nicht gerade fulminant ausgefallen sind. Also wir haben von rund 180.000 Betriebsratsmandaten bundesweit ungefähr 30, die an rechte Listen gegangen sind. Das ist tatsächlich, wenn auch ein unerfreulicher Umstand, aber doch ein sehr, sehr überschaubarer Bereich. Auch das Ausmaß einer möglichen Unterwanderung auf Listen der DGB-Gewerkschaften scheint extrem begrenzt zu sein, auch wenn es sich hier um ein Dunkelfeld handelt. Und wir genau wissen, dass wir uns auf solchen Erfolgen oder auf so einem Status quo nicht ausruhen dürfen, sondern auch wir haben das wirklich im Blick und haben ein großes Interesse daran, das in der Praxis anzugehen, Menschen auch dafür zu ertüchtigen, solchen Sachen entgegenzuwirken. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir das heute in dieser kleinen, aber sehr exklusiven Runde, in der sicherlich sehr viel Sachverstand auch vor den Bildschirmen sitzt, ein bisschen miteinander diskutieren können. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr Zeit beansprucht, dass wir auch noch ein bisschen Zeit für die Diskussion haben. Aber mich freut das sehr, dass wir darüber heute ins Gespräch kommen können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Piel. Das war genau on point mit der Zeit, also keinerlei Bedenken. Es sind auch schon einige Fragen eingetrudelt. Ich würde jetzt mal zum Beginn zwei Fragen an die beiden Autoren richten, auch zwei, weil sie ja zu zweit sind, und dann eine an Frau Piel. Die erste Frage ist jetzt eher eine technisch-methodische Frage, und zwar wurde gefragt, ob zur Definition von Industrial Citizenship nur die Produktion zählt oder eben auch Büro und Verwaltung. Und dann würde ich direkt noch eine zweite Frage nachschieben, und zwar wird gefragt, ob Sie auch unterschieden haben zwischen Arbeiterinnen und Arbeitern, weil es das zum Beispiel bei der Wahlzustimmung zur AfD ja oft es da Unterschiede gibt, auch nach dem Geschlecht und nach Status sozusagen, ob Sie das auch vorgenommen haben oder sehen können bei Industrial Citizenship. Dränge mich mal vor, André, ich hoffe, das ist okay. Wir haben tatsächlich Erfahrungen in der Arbeitswelt erfasst, ne? Und deswegen ist dieser Begriff Industrial Citizenship ein bisschen irreführend, beziehungsweise vielleicht auch altbacken. Er knüpft letztendlich an die Tradition der Mitbestimmung, die ja vor allem in den großen Betrieben auch erkämpft wurde, und deswegen dieser Begriff Industrial Citizenship. Also befragt wurden alle, die Beschäftigte waren zum Zeitpunkt der Befragung. Das waren von den 2.400 insgesamt oder 2.500 insgesamt Befragten 1.400. Und von den 1.400 haben natürlich nicht alle in der Industrie gearbeitet, sondern überall. Also ich hätte da genauso drin sein können wie jemand, der bei VW am Band steht. Und wir haben in dieser Regressionstabelle, diese unübersichtliche mit den vielen kleinen Zahlen, auch das Geschlecht, wie es die Personen angegeben haben, natürlich erfasst und sehen da keinen Unterschied, was die Einstellung zu den demokratischen oder antidemokratischen Einstellungen angeht. Das wäre aber natürlich tatsächlich, also die beiden Fragen hängen tatsächlich ja auch miteinander zusammen. Das wäre tatsächlich nochmal eine weitergehende Frage, wo wir aber wahrscheinlich größere Fallzahlen auch bräuchten und oder uns irgendwas methodisch ausdenken müssten. Nochmal zwischen Sektoren, wo zum Beispiel dann eben auch mehr Frauen arbeiten, zu unterscheiden oder zu vergleichen mit Sektoren, wo mehr Männer arbeiten, und dann zu gucken, inwiefern es da Unterschiede gibt. Weil was Frau Piel gesagt hat, ist natürlich klar,
Es gibt bestimmte Beschäftigtengruppen, wie zum Beispiel Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die eher von Abstiegsängsten betroffen sind oder nicht nur von Ängsten, sondern real von Standortverlagerungen zum Beispiel auch, als es jetzt vielleicht im öffentlichen Dienst ist oder in anderen Bereichen. Okay, vielen Dank. Die Frage zu den Unterschieden bei Arbeiterinnen und Arbeitern. War das nicht zum Geschlecht? Doch, das war zum Geschlecht, genau. Und auch, ich glaube, auch der Status allgemein. Okay, gut. Also da gibt es jetzt nicht viel mehr zu sagen, weil wir, wie gesagt, genauere Analysen nochmal bräuchten. Und wir haben 1400 Befragte. Und wenn wir jetzt nochmal unterscheiden würden zwischen Berufsgruppen, bekommen wir zu kleine Fallzahlen. Also das Interessante in Deutschland ist ja auch, dass sich relativ wenige tatsächlich als Arbeiterinnen und Arbeiter bezeichnen. Anders als es zum Beispiel in Frankreich oder in Großbritannien ist, wo es ein größeres Selbstbewusstsein auch gibt, sich als solche, also der Arbeiterklasse zugehörig zu empfinden. Und das sind alles so Dinge, die da natürlich eine Rolle spielen. Also nur weil ich auf dem Papier Arbeiter bin oder eben nicht Arbeiter bin, ist ja immer ein bisschen die Frage, was bedeutet das eigentlich? Also begreife ich mich selbst auch als Lohnabhängiger oder eben nicht? Das sind alles Fragen, die man noch ein bisschen genauer erforschen müsste, wo dann eben auch, wir planen jetzt eine qualitative Studie, wo wir solchen Fragen dann nochmal genauer nachgehen können. Okay, gut, wunderbar, vielen Dank. Dann würde ich die nächste Frage an Frau Piel richten. Und zwar teilt eine Zuschauerin ihre Einschätzungen zu Zentrum Automobil und dem Verhältnis zu den Betriebsratsgremien, wirft aber ein, dass die bisher erfreulicherweise geringen Wahlergebnisse ja aus dem Stand und mit schlechter Werbung errungen wurden. Dann wäre natürlich die Frage mit Blick auf die Zukunft, wenn es da vielleicht mehr Möglichkeiten gibt, von deren Seite sich aufzustellen, erwarten Sie da oder wie gehen Sie damit um, dass die vermutlich sich ja auch besser aufstellen werden, als Sie es vielleicht in der ersten Runde gemacht haben? Wir haben das sehr im Blick, dass wir an der Stelle wachsam bleiben. Und natürlich sind wir auch sehr daran interessiert. Dafür gibt es auch beim DGB und seinen Mitgliedgewerkschaften sehr gute Angebote, um in den Betrieben auch über Bestellseminare mit Menschen darüber zu gucken, wie sich solche rechten Tendenzen abzeichnen, was das für Gedankenwelten, für Bilder sind, wie man damit einen Umgang finden kann und wie man damit auch umgehen kann, wenn man vor Ort darauf trifft. Also das ist schon auch was wir auch innerhalb von Netzwerken, die wir, ich will da jetzt gar nicht so sehr in den Maschinenraum gehen, innerhalb der Gewerkschaften Erfahrungsaustausche haben, die hier auch beim DGB zusammenlaufen, um auch Strategien zu entwickeln, dass wenn solche Leute versuchen, Fuß zu fassen und für sich Werbung zu machen, wir auch mit den Mitgliedsgewerkschaften dann daran arbeiten, in diesen Raum klein zu machen. Also das ist nicht so, dass wir gesagt haben, Mensch, es sind nur 30 von 190.000 Mandaten, jetzt legen wir uns hin und denken, da passiert nichts mehr, sondern ja, wir sind im Austausch dazu und behalten es im Blick. Okay, vielen Dank. Dann hätte ich noch mal eine Frage an die beiden Autoren. Und zwar gibt es die Frage, ob die Mobilisierungsfähigkeit bei ausbleibenden positiven Erfahrungen im Betrieb, also in Bezug auf betriebliche Mitbestimmung, allgemein gilt. Also haben Sie jetzt die Erfahrung gemacht, arbeitsrechtliche Erfahrungen beeinflussen die rechtsextremen Einstellungen, aber beeinflusst das auch das Potenzial rechtsextremer Mobilisierung? Da ich weiß, dass das jetzt in der Studie nicht direkt mit beantwortet wurde, genau, kennen Sie die Datenlage dazu, vielleicht weiterer Studien, ob es da auch einen Zusammenhang gibt, also über die Einstellungen, Wirkungen auf die Einstellungen hinaus? Wer auch immer von Ihnen, wenn Sie dazu Kenntnisse haben. Das ist eine schwierige Frage, ne? Weil wir... Also wir untersuchen ja Einstellungen und würden schon immer sagen, Einstellungen sind auch Handlungsreservoir.
Also die meisten Handlungen sind ja doch irgendwo motiviert, mal bewusster, mal unbewusster. Aber natürlich spielen solche Einstellungen auch eine Rolle für Handlungen. Zunächst vielleicht für niedrigschwellige Handlungen wie Wahlentscheidungen, also zum Beispiel die AfD oder andere rechtsextreme Parteien zu wählen. Aber es geht dann natürlich weiter, Teilnahme an Demonstrationen, entsprechendes Verhalten in den sozialen Medien und so weiter. Und da können wir jetzt auf Grundlage der Auswertung nichts weiter dazu sagen, aber natürlich wissen wir, dass Einstellungen zu Handlungen führen können, nicht unbedingt 1:1, also nur weil wir, keine Ahnung, 30% Ausländerfeinde haben in der Befragung, sind nicht 30% dann auch in ihren Handlungen genauso, sondern sowas wird ja auch zurückgehalten teilweise. Aber es kann sich eben in Krisensituationen oder in Situationen von Kontrollverlust, von Bedrohungserleben natürlich dann erst recht bahnbrechen. Also wir würden schon sagen, dass dieses Potenzial, was da geschaffen wird, beziehungsweise eben weggearbeitet wird, ne, wegerlebt wird durch eben demokratische Erleben in der Arbeitswelt, dass das schon auch handlungsrelevant ist am Ende des Tages. Und darauf verweist ja letztendlich die Ausgangsforschung, die André referiert hat, dass nämlich politische Beteiligung eben auch zu politischer im Betrieb eben auch zu, nee, Beteiligung im Betrieb eben auch zu so rum, politischer Beteiligung außerhalb des Betriebes führt. Also wenn die Leute dort beteiligt werden, dann gehen sie auch wählen. Wenn sie dort ausgrenzende Erfahrungen machen, dann werden sie auch in einer Community sind, in einem Betrieb sind, wo rassistische Aussagen an der Tagesordnung sind, na, dann hat das natürlich einen Effekt. Dann werden sie diese Einstellung natürlich reproduzieren. Das ist ja nicht, haben sie sich ja nicht ausgedacht, Leute, die werden ja nicht als Rassisten geboren, sondern sie werden das ja. Und deswegen ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, diesen großen Bereich, in dem wir alle ja einen großen Teil unserer Lebenszeit verbringen, die Arbeitswelt, dass wir den da im Blick haben. Okay, vielen Dank, Herr Schmidt, bitte. Und prinzipiell würde ich sagen, also korrigiere mich, Johannes, aber dass wir schon von der Wechselwirkung tatsächlich auch ausgehen, von der betrieblichen Welt und der demokratischen Kultur, die es drumherum gibt. Und das ist ja zum Beispiel auch genau das, was wir uns jetzt im qualitativen Forschungsprojekt, was wir uns anschauen, was wir jetzt planen, dann anschauen wollen. Also ganz konkret, wenn es so eine rechte Landnahme gibt, jetzt mal in einer Region oder so, dann ist es natürlich schwieriger, auch eine inklusive Solidarität zu vertreten, die auch ein Handeln im Betrieb effektiver macht oder eine solidarische Kultur tatsächlich dort auch zu setzen, weil es ist ja gerade die Entsolidarisierung ist ja eigentlich ein Kern von der rechtsextremen Mobilisierung, auch wenn die sich manchmal als zum Beispiel ArbeiterInnenbewegung von rechts irgendwie darstellt, aber letztendlich geht es ja eigentlich immer darum, erkämpftes Errungenschaften und Institutionen von organisierter Solidarität dann tatsächlich auch wieder abzubauen und da eher einen Ellbogen gegenzusetzen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass wir da von der Wechselwirkung ausgehen können, auch was eine Mobilisierung im Betrieb angeht, wenn es zum Beispiel außenrum einfach ein starkes Kräfteverhältnis in Richtung rechts gibt. Danke. Das ist, ich glaube, an dem Punkt kann man auch nochmal, oder hätte ich noch eine Nachfrage, die an Sie alle gerichtet wäre. Und zwar gibt es ja aber auch Berichte oder ich glaube auch wissenschaftliche Studien darüber, dass manche Menschen ihr Engagement im Betrieb von ihrem größeren politischen Einstellungen oder Engagement trennen. Also ich denke da an den Kollegen Dürre, der Interviews mit Menschen geführt hat, die irgendwie Demonstrationen für Pegida organisieren, aber sich im Betrieb eben für zumindest in der Darstellung dann die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen. Also da würde mich natürlich einmal interessieren, wie das aus wissenschaftlicher Sicht zu bewerten ist oder was da vorliegt, aber natürlich auch, Frau Piel, was da die Erfahrungen in der Praxis sind, ob das die absoluten Ausnahmen sind oder wie das betriebliche Engagement sozusagen mit dem weiteren Engagement zusammenhängt. Sie können gerne starten, Frau Piel, wenn Sie möchten. Die Autoren waren ja eben schon. Da würde ich jetzt tatsächlich einmal den beiden Autoren den Vortritt lassen wollen und ergänze gerne, wenn die vorgetragen haben. Okay, bitteschön. Also habe ich jetzt... unsere Ausgangsfrage war ja auch sozusagen, was kann gewerkschaftliche Politik oder auch Politik im weitesten Sinne eine ArbeiterInnenbewegung gegen diese rechtsextreme Bedrohung auch machen? Und wir haben ja jetzt sozusagen betont, okay, sie können die demokratische Sozialisation am Arbeitsplatz beeinflussen, indem sie ihre ureigenste Politik von der mutigen, auch einer vielleicht mobilisierungskonfliktorientierten Mitbestimmung
fahren, dann prägt das die Erfahrung der Menschen, macht sie weniger anfällig für Rechtsextremismus. Und es gibt aber ja auch noch eine zweite Seite, die ja auch stark auch gelebt wird in den Gewerkschaften. Und das ist tatsächlich von der Politisierung, also von der gesellschaftspolitischen Politisierung auch der Mitglieder. Ne? Da wird es dann darum gehen, tatsächlich zum Beispiel sich an Bündnissen zu beteiligen, wie zum Beispiel bei Unteilbar haben wir das ja auch gesehen, oder dann auch politische Bildung im Betrieb zu machen und so weiter. Und ich glaube, dass gerade die Vermittlung von diesen beiden Elementen, also von politischer Sozialisation durch die gelebten Erfahrungen von Mitbestimmung und tatsächlich aber auch einer Politisierung der Mitglieder, dass das die Zusammenhänge sind, die dann zusammengebracht werden müssen. Also sozusagen, dass die, ich nenne es mal, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, also dass die quasi die nahe Welt, die kleine Welt im Betrieb mit den großen Zusammenhängen in Bezug gesetzt wird. Das ist, glaube ich, auch was, wo Gewerkschaften ganz zentraler Akteur für sind, das zu leisten, auch in so, weiß nicht, Bewusstseinsbildung, politischer Bildung, weil was ja bei den Studien von Dörre interessant war, dass genau das auseinanderfällt, dass die Leute ja dann tatsächlich zum Beispiel ihre Handlungsfähigkeit und ihre Zukunftsaussichten im Privaten ganz gut einschätzen und dann zum Beispiel, was die Gesamtgesellschaft angeht, da aber so Untergangsszenarien haben. Und ich glaube, dass Gewerkschaften ganz ein wichtiger vermittelnder Akteur sind, gerade zwischen diesen Welten und dann auch eine notwendige Bewusstseinsarbeit zu machen, die da auch entscheidend ist. Ja, ich würde gerne ergänzen, weil ich glaube, dass diese Frage, was lösen wir auf der Mitbestimmungsebene und wie kommt eine gelebte und erlebte Demokratie in einem Unternehmen dann dazu, dass Menschen auch tatsächlich, also dass es tatsächlich eine Prävention ist vor solchen Haltungen. Da sind wir natürlich im Betrieb, wenn wir ganz ehrlich sind, auch nur eine Facette. Also deswegen glaube ich, dass das in Ausnahmen tatsächlich auch möglich ist, denn das Weltbild, was jemand mitbringt, der in einen Betrieb kommt, spielt ja auch eine Rolle. Der hat ja auch schon eine Sozialisation erfahren außerhalb seines betrieblichen Umfelds. Ich würde aber trotzdem lieber, weil wir jetzt auch schon auf der Zielgeraden sind, eher mit einem etwas positiven Blick auf diese Dinge abschließen. Ich glaube nämlich, dass es wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass diese erlebte Demokratie und die Mitbestimmung und die Handlungsmächtigkeit, die Leute am Arbeitsplatz erleben, in den allermeisten Fällen dazu führen kann, dass solche Solidarität entsteht. Und ich würde einfach mal behaupten, dass Menschen, die am Arbeitsplatz sehr früh und auch am besten schon in der Ausbildung lernen, dass diese Solidarität sie trägt und sich da selber als bestimmender Teil erleben, dass die sehr, sehr viel besser gerüstet und sehr, sehr viel besser vorbereitet darauf sind, wenn dann jemand mit rechten Gedankengut kommt, dem entgegenzusetzen, nee, das, was ich hier habe, meine Peer Group, ist die viel nettere als die du mir anbietest. Und das ist das, auf das wir, oder das ist das Qualitätskriterium, auf das wir nicht nur in unseren Programmen, sondern auch in allem anderen tun, setzen, nämlich, dass wir Leute dazu befähigen, die Hand zu erheben und zu sagen, nee, das ist hier mein Kumpel neben mir mit dem Migrationshintergrund, das ist genauso mein Kollege und an dessen Seite stehe ich sicher und fest, weil ich erlebt habe, dass der im Zweifelsfall auch an meiner Seite steht, wenn irgendwas ist. Und wenn diese positive Erlebniswelt, wenn wir die kreieren können als Gewerkschaften, wenn wir da einen Teil zu beitragen, dann leisten wir, glaube ich, auf der Demokratieebene sehr, sehr viel Prävention, die anderswo auch gar nicht so gut stattfinden kann und machen unsere Leute resilienter gegen solche Formen des falschen Blicks auf Dinge. Und das ist der Anspruch, den wir als Gewerkschaften, als CGB mit seinen Mitgliedsgewerkschaften haben. Und wenn uns dann mal jemand tatsächlich durch die Lappen geht, der das trotz Mitbestimmung und trotz allem, was er positiv erlebt hat, anders sieht, dann ist das so. Aber wir setzen einfach darauf, dass wir da wichtige Arbeit leisten und einfach auch was dazu beitragen können. Vielen Dank, Frau Piel. Sie haben recht, wir befinden uns auf der Zielgeraden. Das war jetzt fast schon ein perfektes Schlusswort. Ich würde aber noch eine Frage dann auch an die Autoren nochmal geben und Sie können da gerne auch natürlich nochmal was zu sagen. Und zwar, dass auch der Versuch, das vielleicht etwas Positives noch zu betonen, und zwar selbst wenn, es gibt noch eine Frage, ob es denn zwingend ist, dass selbst wenn zum Beispiel Union-Busting vorgenommen wird, ob es dann nicht da auch die Möglichkeit gibt, dass es demokratischen Widerstand produziert. Also selbst wenn negative Dinge geschehen, muss das ja keine negative Folgen haben sozusagen. Und da wäre jetzt wieder meine Frage an die Autoren, gibt es da eine Datenlage zu, ob sowas auch möglich ist oder ob das eher Wunschtraum ist?
Ich weiß nicht, wer von uns beiden das dahingeschrieben hat, aber worum es uns ging, war, also nur wenn Strategien des Union-Bustings hingenommen werden müssen, weil es keinerlei rechtliche oder sonstige Möglichkeiten gibt, sich dagegen zu wehren, dann haben wir halt ein Problem. Ich würde sagen, und das sehen wir jetzt auch bei den Arbeitskämpfen in Ostdeutschland, dass da, wo Leute sich eben trotz sehr widriger Umstände zusammenraufen und sagen, so, jetzt nach 30 Jahren reicht es uns, wir gründen jetzt den Betriebsrat und wir lassen uns das jetzt nicht mehr gefallen, dass wir hier für den Mindestlohn arbeiten, dass diese, und dass da mögen keine bewusst oder keine direkten Strategien von Union Busting meinetwegen dahinter stecken, aber das Prinzip ist ja dasselbe. Wir glauben, dass diese Art von Mobilisierung und dieses zu politischer Subjektivität finden tatsächlich ganz, ganz wichtig ist, um eine demokratische Persönlichkeit letztendlich auch auszubilden. Also insofern können negative Erfahrungen, wenn sie eben dann mit der Erfahrung von Selbstwirksamkeit gekontert werden und dazu führen, dann eben doch wieder sehr, sehr positiv sein. Okay, ja, gerne, Frau Piel. Ja. Ich würde das auch unterstützen wollen. Ich würde aber immer sagen wollen, vorausgesetzt, dass es ein Angebot gibt, dass man sich innerhalb dieses Angebots auch wirkmächtig erlebt. Also wenn der Versuch einer Betriebsratsgründung dann scheitert an der Kündigung, dann ist das natürlich sehr schnell wieder vorbei. Also deswegen immer mein Werben dafür, und das ist ja auch das große Interesse, was wir als DGB auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Gewerkschaften haben und weswegen wir auch selbst in den, an den Orten, wo die Verhältnisse wirklich sehr, sehr schlecht sind, so wie beispielsweise in der Fleischindustrie, weswegen wir Beratungsangebote haben, weswegen wir dafür sorgen, dass dann auch Leute da sind, die jemanden, der versucht, was Positives auf die Beine zu stellen, auch zur Seite gehen und den unterstützen. Weil ich würde mal sagen, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wenn sich jemand aus so schlechten betrieblichen Verhältnissen mit so wenig Mitbestimmung aufrafft und versucht, was zu tun, dann anschließend auf der Straße landet. Das gilt es zu verhindern. Und wie gesagt, da sind wir als Gewerkschaften auch dran, dass wir solche Leute finden, dass wir sie beraten und dass wir sie unterstützen. Okay, vielen Dank, Herr Schmidt. Gerne. Nur noch eine Ergänzung, weil wir haben jetzt natürlich einzelne Menschen befragt und sind individuelle Daten, die wir haben. Aber sowas wie Handlungsfähigkeit, das erringt man natürlich auch nicht alleine, sondern nur kollektiv in so einem Betrieb. Und deswegen würde ich auch sagen, es kann jetzt zum Beispiel sowas wie auch dann Kündigungsandrohungen oder so können aufgefangen werden, wenn es sowas gibt wie die andere Dimension, die wir ja mit untersucht haben, nämlich eine Kultur von kollektiver Solidarität. Deswegen haben wir das ja letztendlich auch zusammengefasst, weil es gibt verschiedene Facetten dieses Phänomens. Und ich würde sagen, dieses kollektive Erarbeiten von Handlungsfähigkeit, das ist da ganz zentral. Okay, vielen Dank. Mit dem Satz Handlungsfähigkeit im Betrieb erringt man nicht alleine, glaube ich, können wir die heutige Veranstaltung sehr gut abschließen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Kies, bei Ihnen, Herr Schmidt, und natürlich bei Ihnen, Frau Piel, dass Sie heute mit dabei waren und Rede und Antwort standen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bitte sehen Sie uns nach. Die Liste der noch offenen Fragen ist noch lang, aber wir sind jetzt schon über die Zeit und müssen da strikt bleiben. Genau, wir konnten jetzt nicht alles beantworten, aber ich hoffe, Sie haben trotzdem einen guten Einblick gehabt und nehmen was mit nach Hause. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und vielleicht sieht man sich bei den nächsten Veranstaltungen wieder. Auf Wiedersehen.